400 Likes auf Instagram? Geil, also davon bestelle ich mir doch direkt mal ein neues Auto. Ganz ehrlich, ich glaube, das glauben viele. Die sehen auf Instagram oder YouTube die ganzen Influencer, wie sie schicke Autos fahren, in tollen Hotels übernachten, schicke Uhren haben und fragen sich dann, hey, das kann ich doch eigentlich auch machen, oder? Es lohnt sich doch. Das machen ja viele und das lohnt sich extrem. Steige ich doch einfach mal ins Influencer-Geschäft ein. Und heute in diesem Video möchte ich dir einfach mal die absolute ungeschönte Wahrheit sagen. Wie steht es um das Influencer-Dasein in Deutschland? Und ja, was kannst du tun, um wirklich erfolgreich zu werden? Wir sind gerade in einer ungewohnten Kulisse hier. Wir sind nämlich gerade in Karlsbad. Das ist ein Kurort in Tschechien. Ich bin mit Katharina hier ein paar Tage hingefahren. Wir genießen die Zeit sehr. Aber nichtsdestotrotz nehme ich euch natürlich im Rahmen unserer 30-Tage-Challenge auch heute wieder ein Video auf. Und heute geht es um ein echt spannendes Thema, nämlich das Thema Influencer-Dasein. Und ich habe dazu auch eine Frage bekommen von Amy Melly, die hat gefragt, hey, ich möchte mit Schminken auf YouTube Geld verdienen, kann man das machen? Und ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage und möchten wir einfach mal darauf eingehen, was sind die Sachen, die dort gut funktionieren werden, was vielleicht nicht so gut, wie kannst du das Ganze langfristig aufstellen und welche Fehler solltest du auf jeden Fall vermeiden. Also zuerst einmal, was ist eigentlich ein Influencer? Ein Influencer ist jemand, der eine große Reichweite hat, vielleicht Millionen von Followern oder Hunderttausende und der mit Produkten Geld verdient, die ihm quasi zugeschickt werden. Also eine große Firma kommt auf ihn zu, sagt, hey, kannst du mal irgendwie hier ein bisschen was machen und schickt ihm vielleicht ein Produkt und er hält es in die Kamera und verdient damit Geld. Und ja, damit kann man Geld verdienen und diese Leute, die du dort auf Instagram siehst, die Großen, die verdienen dort auch Geld. Aber, und jetzt kommt das große Aber, es sind erstens nur sehr wenige und zweitens im Vergleich zu ihrer Reichweite verdienen die nicht so viel Geld, wie du jetzt vielleicht gerade denkst. Also es gibt Leute, die haben eine viel kleinere Reichweite, verdienen viel, viel mehr Geld als die Leute, die Millionen von Followern haben. Und was diese Leute richtig machen und was die Influencer falsch machen, darüber möchte ich mit dir in diesem Video sprechen. Und fangen wir mal an, gehen wir einfach mal darauf ein, auf das Thema große Reichweite. Wenn du eine große Reichweite hast, dann bringt das einige Probleme mit sich. Das heißt, dein Privatleben ist nicht mehr unbedingt privat. Das heißt, vielleicht erkennen dich Leute, sprechen dich Leute an. Wenn du irgendwas machst, was nicht 100% korrekt ist, wenn du dich irgendwo mal einen Fehler machst, auf einer Party jemanden vielleicht beleidigst, gibt es vielleicht direkt Probleme, dass Leute schlechte Videos oder sowas über dich machen, ne? Sogenannter Shitstorm. Also das kann passieren. Das nächste ist, also der nächste Nachteil am Influencer-Dasein, wie ich ihn sehe, ist, wenn du mal was älter wirst, wirst du dann immer noch irgendwie Bilder im Bikini am Strand machen als Frau oder der Typ, der dann da irgendwie in seinem Auto sitzt oder so, oder willst du dann immer noch deinen ganzen Alltag jedes Mal teilen oder vielleicht willst du das auch nicht mehr, vielleicht willst du dann eher wieder deine Privatsphäre haben, ne? Und das nächste Problem, was ich sehe, vielleicht hast du das schon gemerkt auf Instagram oder auch auf YouTube, dass die Algorithmen sich verändern und Sachen, die vor einer längeren Zeit vielleicht mal ganz gut funktioniert haben, funktionieren heute nicht mehr. Und es ist so, dass auf Instagram immer das gezeigt wird, was gerade aktuell am besten funktioniert. Und wenn du irgendwann mal, vielleicht weil du älter wirst, vielleicht weil du nicht mehr so viel Motivation hast oder vielleicht weil einfach du dich nicht mehr so zum Affen machen möchtest, du keine Videos mehr machst, die so crazy sind, so verrückt sind, dann geht auch deine Reichweite runter. Und das ist das größte Problem am Influencer-Dasein. Und diese Probleme zusammen, die sorgen dafür, dass ich das nicht als langfristiges Geschäft ansehe. Ich würde niemandem empfehlen, nur darauf zu setzen, hey, ich mache Videos, bekomme so viel Reichweite, dass Firmen auf mich aufmerksam werden. So, jetzt fragst du dich bestimmt, was würdest du denn stattdessen tun, Alex? Und das kann ich dir sagen. Ich würde mir eine kleine Zielgruppe suchen. Nehmen wir mal das Beispiel von der Amy, die jetzt gefragt hat, im Bereich Schminken zum Beispiel, gehst du vielleicht auf das Thema Akne und gehst auf eine bestimmte Form von Ernährung, die dagegen hilft oder bestimmte Sachen, die dagegen helfen und du bist wirklich in einem Bereich unterwegs. Also du bist dann nur du machst nur Videos für das Thema Leute, die Akne haben zum Beispiel. Weil das ist eine kleine Zielgruppe und mit dieser kleinen Zielgruppe kannst du aber, und jetzt kommt das Interessante, mehr Geld verdienen als mit der großen Zielgruppe. Weil diese kleine Zielgruppe hat ein Problem und dieses Problem ist schwerwiegend. Ich hatte früher auch Akne und ich weiß, das ist belastend. So, und Leute bezahlen auch dafür Geld, um dieses Problem loszuwerden. Du bist dann quasi kein Influencer mehr, sondern ein Experte. Das heißt, für eine kleine Zielgruppe stellst du großen Nutzen bereit, anstatt für eine große Zielgruppe kleinen Nutzen bereitzustellen. Das ist das Erste. Und das Zweite, was du unbedingt machen solltest als Experte oder auch als Influencer ist, du solltest dich niemals auf eine Plattform verlassen, die du nicht unter Kontrolle hast. Das heißt, du solltest immer, wenn du sowas machst,
deine eigenen Daten der Kunden und Interessenten einsammeln. Das heißt, du solltest immer ein E-Mail-Opt-in machen, du solltest immer die Telefonnummer abfragen. Vielleicht du kannst auch mal eine WhatsApp-Gruppe gründen, aber die wichtigsten Sachen sind die, die du unter Kontrolle hast. Und das sind E-Mails, Telefonnummern. Gibt es noch Facebook-Gruppen, WhatsApp-Gruppen, aber die hast du auch nicht hundertprozentig unter Kontrolle. Und du musst die Leute, die dieses Problem haben, dann in deine E-Mail-Liste hineinbefördern. Und wenn du das geschafft hast, dann hast du eine langfristige Zielgruppe. Wenn Instagram dir dann den Hahn abdreht oder YouTube oder wer auch immer, kannst du die Leute immer noch anschreiben. Und diese Leute vertrauen dir. Und diese Leute, die dir vertrauen, die werden auch immer deine Produkte kaufen, wenn du ihnen helfen kannst. Und das ist, denke ich, der wichtigste Unterschied. Also werd kein Influencer, sondern werd Experte. Und verlass dich nicht nur auf YouTube oder auf Instagram, sondern verlass dich auf deine eigenen Daten. Und dann hast du alles richtig gemacht. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, gib mir einen Daumen hoch. Und wenn du Fragen hast, schreib mir doch einfach hier einen Kommentar oder gerne auch auf Instagram. Da freue ich mich sehr drüber. Und ja, es gibt jetzt viele Videos. Also auf jeden Fall abonnieren und die Glocke auch aktivieren, dann siehst du diese ganzen Videos. Also denk dran, du hast nur ein einziges Leben. Also mach das Beste draus. Bis dann, dein Alex.